Hallo und herzlich willkommen heute mal durch meine Hände. Also, wir hatten letztens hier ein bisschen gebastelt mit den Kranichen. Heute basteln wir uns ein eigenes Spiel, ein Lernspiel. Und wieder brauchen wir solche quadratischen oder ja, einfach Zettel, könnte man sagen, aber die sollten ungefähr alle gleich groß sein. Ich habe das von so einem Stapel genommen hier, das kennst du ja, so eine Zettelbox. Nicht? Und da gibt es ja auch manchmal so eine bunten, ich finde die immer ganz gut. Und dann, wenn ich mir solche Spiele anlege, dann haben die nachher immer alle eine die gleiche Farbe. Also man kann da mehrere Spiele mitmachen. Und ich will dir heute mal bei diesem Stapelspiel zeigen, wie man das baut. Also zum Beispiel, wenn du dir dein eigenes Spiel machst, jetzt gehen wir mal aus, wir überlegen mal, welche Leckereien oder zum Essen Dinge gibt es in Deutschland. Also zum Beispiel gibt es in Nürnberg gibt es Lebkuchen. Die berühmten Nürnberger Lebkuchen. So, die beiden Wörter gehören jetzt zusammen. Jetzt drehe ich das mal um. Also die beiden, ich sage meinen Schülern immer, jetzt küssen die sich auch noch. So, also die müssen sich küssen und jetzt darf ich hier auf diese Karte die nächste Stadt tun. Also zum Beispiel Lübeck. Weißt du, was es in Lübeck Besonderes gibt? Das ist das Marzipan. So, das Lübecker Marzipan. Jetzt drehe ich das wieder um und ich nehme die nächste Stadt. Mal sehen, ob du die weißt. Dresden. Dresden. Und Dresden ist bekannt für den Christstollen. Der Dresdner Christstollen. So, was haben wir denn noch? Dann gibt es in Leipzig ein Gebäck, das nennt sich die Leipziger Lerche. Also, dann schreiben wir es mal ruhig hin, dann ist es nachher leichter. Leipziger Lerche. Das ist, ja, das sieht ungefähr so aus. Das ist wie so eine Art Nest, Vogelnest, und da ist dann praktisch so etwas mit ja, Marzipan, Persipan drin. Das ist hier Mürbeteig, also schmeckt aber total lecker. Also ich finde das super. So, dann machen wir das nächste. Dann gibt es die Aachen, eine große Stadt im Westen von Deutschland, also Nordrhein-Westfalen. Und das sind die Printen. Printen, Aachener Printen. Und dann fällt mir noch ein, also zum Beispiel Salzburg. Das Salzburg ist bekannt für die Mozartkugeln. Mozartkugeln. Also Mozart ist ja in Salzburg geboren und die Mozartkugeln sind ihm gewidmet. So, jetzt müssen wir langsam mal überlegen, was gibt es denn noch? Ich würde sagen, wir hören dann auch tatsächlich mal auf. Du kannst dir noch andere Sachen ausdenken. Also zum Beispiel den Spreewald. Ja, und was ist das Typische für den Spreewald? Dann drehen wir um und schreiben hin die Gurken. Die Spreewälder Gurken. So, und damit ist das Spiel beendet. Das heißt also, mehr kannst du jetzt nichts mehr hinzufügen, weil sonst geht es nicht auf. Du hättest natürlich vorher einen größeren Stapel machen können, aber ich zeige dir mal, wie ich das jetzt meine. Also, du hast jetzt hier zum Beispiel. Kannst jetzt jemanden anderen bitten, pass mal auf, ich habe hier ein Spiel für dich gemacht und du versuchst jetzt mal die Sachen zu ordnen. Also ich drehe mal jetzt irgendein beliebiges um. Gurken, was passt zu welcher Stadt oder welchem Gebiet, was sind die Gurken? Und dann sagt, ach, das ist doch der Spreewald. Jetzt kommen die Mozartkugeln, Salzburg. Printen, die waren aus Aachen.
Leipziger Lerche, na gut, das ist jetzt leicht, weil da steht ja schon die Stadt drauf. Christstollen Lübeck oder Dresden ist jetzt noch übrig. Ich würde sagen Dresden, Marzipan gehört zu Lübeck. Oh, was machen wir jetzt mit den Lebkuchen? Und jetzt kommt der große Trick. Tada, die sind aus Nürnberg. Wenn du aber jetzt zum Beispiel, wir gehen mal nochmal das durch. Ja. So, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fehler gemacht hätten. Also wir haben es jetzt genau andersrum gemacht, die Printen und, also jetzt drehe ich mal hier wieder um. Salzburg. Und ich sage, Salzburg ist bekannt für seine Gurken. Dann würde das alles andere Gold aufgehen. Mal sehen, Nürnberg, Lübeck, das war das Marzipan. Dresden, der Christstollen. Leipzig, die Leipziger Lerche. Aachen, nee, in Aachen gab es keine Mozartkugeln. Da gab es doch Printen. Und jetzt merken wir, es geht nicht auf. Also haben wir einen Fehler gemacht. Und dann muss man nochmal gucken, wo lag der Fehler. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich darauf kommen, dass in Salzburg nicht die Gurken waren, sondern die Mozartkugeln. Siehst du, und jetzt, das ist ganz einfach, ein Spiel zu machen. Und du kannst dir ja mal überlegen, welche Kombinationen passen da rein. Also es könnte ja zum Beispiel Hauptstadt, Land sein. Oder Tiere mit ihren Jungtieren, also zum Beispiel Kuh und Kalb, Hund oder Rüde und Welpe oder so etwas. Ja? Also denk dir was aus, es macht auf jeden Fall großen Spaß. Mein Tipp, wenn du dann dieses Kartenspiel hast oder dieses Stapelspiel, dann mach eine Büroklammer ran, dass du keine Karte verlierst, ansonsten ist das Spiel vorbei. Oder du machst ein Gummi drumherum, das geht auch. Ja, also hast du was zu tun für heute. Ich wünsche dir viel Spaß und vielleicht schreibst du mir ja auch mal in die Kommentare, was du dir für eine Kategorie ausgesucht hast. So, herzlichst, dein Jens.